Und da sind wir auch schon wieder. So. Du wolltest unsere Stadt also ihres Lebenssaftes berauben. Rapture ist ein Organismus-Delta. Ich bin seine Stimme und Big Sister ist die Hand. Wenn Rapture von dir spricht, sagt es nur das eine. Schlaf jetzt. Deine Tage sind gezählt. Ja, glaub ich nicht. Für dich, ich werde dich noch töten, das glaub mal. Ja, ne, machen wir mal das. Ja, abfackeln kennen wir ja. Vom ersten Teil. Können wir nochmal schöne Video machen. Erhitzen Sie Gegner bis auf 1000 Grad. Achtung, Feuer breitet sich aus. Ja, wer jetzt erwartet? Na komm, passt. Hol mit Eveling mehr aus seinen Verbandskästen heraus. Jo. Also Verbandskästen verleihen auch Eve. Ja, nehmen wir, ne? Ist da immer was Schönes. Wir gratulieren zum Erwerb des Abfackelplastiks. Sagen wir, Tom hat einen romantischen Abend mit einem Mädchen. Oh, eine Party. Aber diese Party ist gerade etwas ins Schleudern geraten. Karl braucht Feuer für seine Zigarre. Aber niemand kann ihm helfen. Ah, im Fall nehmen wir Schal. Jo. Ach. Wie ihr wachsen, ihr im Garten, da darf man was erwarten. Ich kann auch schon wieder die nächsten Sachen kaufen, aber ich hab ja nichts mehr. Warum suchst du das Besondere? Unsere Blumen sind ne Wonne. Hier sind noch ganz viele Sachen, aber da habe ich schon vieles von. Kann man das? Ah, falsche Taste. Ja, immer cool bleiben. Das geht nicht. Jetzt habe ich Angst. Sollen die da kommen? Ich habe ein Geschütz. Immer hacken ist immer gut. Ja, ist doch wunderbar. War nicht schon wieder du. Ich hab einfach gegen dich keine Chance. Gott, ey, sind ja herrscht halt die Big Daddies. Ah, 40 Adam, das ist. Hol mich, der Teufel. Nicht mal eine Big Sister kommt gegen dich an. Tja, komm jetzt zurück und schmelz das Eis weg. Dann können wir diese klapprige Geisterbahn hier hinter uns lassen. Ah, aber wir können ja hier noch mal ein bisschen was gucken. Weil ich glaube, irgendwie da hinten war noch was. Da man auftauchen musste, also dein Giftshop. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber man kann einfach mal gucken. Jeder von uns hat die moralische Pflicht, die allgemeine Freude zu vermehren und das allgemeine Leid zu lindern. Okay. Allein sind wir nichts. Bloße Werkzeuge des Eigenen. Hätte ich fast übersehen. Gemeinsam sind wir die Familie. Und durch unsere Einheit transzendieren wir das Selbst. Da mal los. So eine Little Sister kann ich auch nicht. Oder Big Sister. Stimmt. Wir brauchen mal wieder hier eine Waffe. Zack. Ja, immer cool bleiben. Guck an. Nein. Immer falsche Taste.
Nein, denn hier, da ist. Das haben wir noch. James war der einzige Mann, den ich je geliebt habe. Kurz hier mal wieder neu ausrüsten. Und jetzt ist es, als wäre er niemals nach Rapture gekommen. Er hörte mich im Limbo-Room singen und kam an ganz schüchtern. Er hörte gerne Songs darüber, wie es wirklich ist, in dieser Stadt zu leben. Ich glaube, er hat versucht, Leute gegen Ryan aufzuwiegeln. Und jetzt ist er... Naja, genau. Und ich bin hier und singe, erhebe dich, Rapture, steig auf. Und habe eine Höllenangst, dass sie mich auch... Ausgezeichnet, alter Junge! Du bist ja ein echter Glücksfall. Ja. Jetzt öffne den Bahntunnel von der Sicherheitsstation aus, dann komme ich und springe rein. Alles klar. Kommt der eh wieder nicht. So. Mein Gott. Da ist er ja. Na, jetzt kommt bestimmt so ein Big Sister. Ich sehe einem Mann gern in die Augen, wenn ich ihm mein Wort gebe. Wir beide, Kleiner, werden es weit bringen. Ja, klar machen wir das. Sinclairs Lösung. Ich habe gedacht, du bist eines von Sinclairs hirnlosen Monstern, die er schickt, um Rapture im Würgegriff zu halten, während er die Stadt ausplündert. Aber nein. Du bist dir deiner furchtbaren Lage bewusst. Ich frage mich, wer könnte so grausam sein, einem Mann ohne Gesicht einen Spiegel vorzuhalten? Lam hat auf uns gewartet. Schieß und starte die Bahn. Ich muss mir das hinter die Ohren schreiben. Ich bin der Mann im Haus. Und hallo? Ich bin ich nicht tot. Herzloser Dorian! Wie kannst du... Vorne, du bist dabei, dieses Level zu verlassen. Du solltest sicher gehen, dass du alles sicher hast. Okay. Hier, Geschenk für dich! Hier, Geschenk für euch! Jo. Ja, ich glaube, ich habe aber alles. Das hast du verdient! Jetzt geh ja nicht drauf, geh ja nicht drauf. Abgekühlt. Ja, ich glaube, ich bin fertig hier. Dann gehen wir mal weiter, ne? Steig in den Zug ein! Auf! Hab ich, also ich bin jetzt... Die ist jetzt jetzt geht's da runter. Rapture's Rope. Ich habe eh im Moment keine Little Sister. Ja, lala. Okay. Bahnhof. Oh nein. Und ist das jetzt schon wieder für ein Vieh? Oh ne. Subject Delta sitzt jetzt in Pauper's Drop fest. Der Schienenverkehr wird eingestellt, bis er gefunden wurde. Denk daran. Der Feind ist allein. Wir sind die Familie. Ja. Lam versucht uns festzusetzen, mein Junge. Die ganze Stadt ist abgeriegelt, verdammt. Um mit der Bahn weiterzukommen, brauchst du einen Sicherheitshauptschlüssel von der Bezirksrätin hier, Grace Holloway. Die hat mich hier unten aus meinem eigenen Hotel geworfen, dem Sinclair Deluxe. Finde sie und besorg den Schlüssel. Meister glatt. Da kannst du bestimmt noch was. Ey, mein Schatten erschreckt mich immer selbst. Hacken muss ich. Das ist ja kein Problem für mich. Ja, Ergebnis des Hack, ja,
Ich weiß, dass die Tür jetzt offen ist. Was finden wir denn alle? Auf jeden Fall, ihr seht ja schon, da ich jetzt hier echt nicht so durchrenne. Ich muss echt sagen, das ist echt besser, weil man hat eigentlich immer genügend Kohle, sage ich jetzt mal auch, um halt Sachen zu kaufen. Willkommen zur Genbank. Hier kannst du deine Plasmin und Tonika deine Ausrüstung anpassen. Probiere verschiedene Plasmin und Tonika in unterschiedlichen Situationen und Herausforderungen aus. Also, das sind meine Plasmin. Ich hab ja noch nicht. Also, kann man nochmal gucken. Okay. Ich hab ja noch nicht viele. Soll ich jetzt töten? Ja, seid ihr alle drei tot. Ja, wissen wir, was ein Lüftungsschacht ist. Hallo. Ja, von der Grafik her ist das Spiel auch wieder Bombe. Dieses Ambiente ist grässlich. Oh nein. Ich erinnere mich an dich. Du hast mir Eleanor geraubt und in eine Kreatur verwandelt, die zu krank ist, um zu sterben. Und jetzt kommst du zurück und willst mich auch holen. Nichts da, Blech-Daddy. Wenn wir dich an einer Straßenlaterne aufknüpfen und du deinen letzten Atmer röchelst, sollst du mein Gesicht sehen. Ja, ja, ist klar. Ich muss abbauen. Ja. Kommt da her. Kann ich das hacken? Ah, egal, sei denn, ist jetzt auf meiner Seite. Ja, bin ich halt jetzt weggerannt von dem Teil. Ich hab immer Angst. Die Zeitung lesen. Jetzt schon wieder. Oh mein Gott, das ist immer so knapp. Geht doch. Mein Gott, nee. Ah, hab genügend, also. Ein paar davon. Ein bisschen Bohrerstreibstoff kann man immer mal gebrauchen. Schade. Er ist, der muss cleverer sein. Den nehmen wir uns jetzt gleich an. Religionsfreiheit, Doktor? Zu Hause können Sie sich vor jeden eingeborenen Gott hinknien, solange Sie wollen. Aber in Rapture ist die Freiheit unser einziges Gesetz. Hier ist der Mensch nur sich selbst verpflichtet. Etwas anderes zu unterstellen, ist strafbar. Fragen Sie sich, Andrew. Was ist Ihre große Kette des Fortschritts anderes als eine Religion? Die Kette ist das Symbol für eine irrationale Kraft, die uns den Himmel bringen soll. Auch nicht weniger mystisch als die Kruzifixe, die Sie beschlagnahmen und verbrennen lassen. Hey, wir gehen jetzt oben rauf und legen uns mit dem Big Daddy an. Aber vorne noch ein Schnitt.